So, liebe Leute, welcome back in GTA 5. Euer Van Bergen wieder am Mikrofon, inklusive Franklin natürlich. Er steht in seiner Butze. Und ich habe mir vorgenommen, heute mal golfen zu gehen mit euch gemeinsam. Und dafür müssen wir zum Golfplatz. Und das machen wir natürlich auch standesgemäß mit meiner Lieblingskarre hier. Mit meinem Sabre Turbo. Mein absoluter Favorite. Auf geht's. Der hat auch einen geilen Motor. So wild und los. Wir machen uns auch bei... ich habe extra kein Xenon eingebaut, weil ich so geil bin auf die Kiste, so wie sie ist. Also, wir fahren jetzt mal hin. Erstmal mal natürlich anklicken, wo es ist, nämlich hier zu diesem Punkt. Und ich habe schon ein paar Runden gespielt, bin auch gar nicht so schlecht, würde ich mal behaupten. Bin ja sowieso so ein Golf-Fan in der Hinsicht, dass man es auf dem PC oder so spielt. Habe auch mal früher mal Tiger Woods gezockt. Als ich mal krank war und nichts anderes zocken konnte. Nee, passt ganz gut, also macht da wirklich Spaß und ich finde es klasse, dass es hier super eingebunden ist und das wird es auf jeden Fall auch bei GTA Online mehr als zu Genüge geben. Da werde ich mich mit meinen Kumpels mal ordentlich messen, wer hier wirklich das beste Handicap hat. Aber wir fahren jetzt mal gemütlich hin. Boah, ich mag die Kiste so. Ich finde ja die ganzen Sportautos immer recht cool, aber so richtig geil ist so ein V8 hier. Boah, der Motor ist so herrlich, wie der bölkt. Klasse. Richtig cool. Okay, wir heizen mal rüber. Und dann muss ich mich natürlich in Schale schmeißen. Man hat auch die Auswahl verschiedener Gegner. Das ist ganz cool. Am Anfang spielt man noch alleine beim ersten Mal. Und dann kann man sich einen leichten Gegner auswählen. Hat man den besiegt, kommt ein normaler Gegner dazu. Und bis zum Ende dann eben ein schwerer. Ich spiele mittlerweile nur gegen den schweren Gegner. Ziel beim Golf, ich denke mal, das erkläre ich euch dann, wenn es dann losgeht. Also erstmal noch ein bisschen Fahrt genießen, gemütlich. So. Ich gucke da auch immer extra vorsichtig hin, wenn ich mit der Kiste unterwegs bin, dass ja nichts kaputt geht. Und ich habe auch ein bisschen Angst, wenn ich die jetzt da hinstelle, nicht, dass die dann weg ist. Dass mir die einer klaut, weil auf die bin ich schon ein bisschen stolz hier. Idiot! Ich kann aber die andere Kamera anmachen. Ups. Sieht auch ganz cool aus, ne? Die hier. So, das ist der Golfplatz, das ist das Gelände, wir müssen jetzt noch parken. So, einmal hier außen rum. So. Natürlich benehmen wir uns ordentlich, wir sind ja mittlerweile reich. Dann sagt da einer, was, die Kiste ist doch geil. Die Kiste ist mega. So, auf geht's. Hier geht's rein in den Golfclub, also... Ah, freue ich mich jetzt drauf. Wird lustig. Also, ich wähle mir den schweren Gegner wieder aus. Man kann auch mehrere auswählen. Ihr seht, bis zu drei Gegner kann ich hier wählen. Ich will aber nur gegen einen spielen, gegen Glenn Mather. Und ja, mal gucken, wie ich mich heute schlage. Beim Golfen musst du den Ball vom Tee auf das Grün und ins Loch befördern und das mit möglichst wenig Schlägen. Ja, kennt man. Und du kannst zum Ball laufen, einen Golfwagen benutzen oder einfach zum nächsten Schlag springen. Ich denke mal, am Anfang fahren wir mal ein bisschen oder laufen über den Platz. Let's go! Oh, hier ist mein Kumpel, alles klar. Dann lass mal einsteigen hier. Also, das sind die kleinen Cars hier, setzt man sich rein. Schade, dass ich immer die gleichen Klamotten anhabe. Ich hätte mir eigentlich neuere gekauft, aber naja. Ist es halt eben die, ist ja wurscht. So, wir fahren zum ersten Tee und dort gibt es dann den Abschlag. Aber gut, ich weiß jetzt nicht, wie weit ihr euch mit Golf auskennt. Natürlich immer schwierig, wenn man einen Sport erklären möchte. Von Grund auf, ne? Ist natürlich so einfach. So, hier wären wir. Nun laufen wir dahin. Und dann geht's auch schon los. Ich bin der Erste, ich fange an mit dem Schlagen. Am Anfang wählt man immer natürlich den Drive-Schläger, so nennt sich das Teil. Der Driver, der den Ball weit treibt, sozusagen. Ich sehe, das Schwierigste, ihr müsst mal oben rechts drauf achten. Das Schwierigste ist eigentlich bei der ganzen Geschichte der Wind. Heute geht's, plus 2 ist, sag ich mal, plus 2 Windstärke ist noch machbar. Kann man fast ignorieren. Bei plus 5 oder plus 6, da wird's dann richtig hakelig. Also, okay. Und dann mit den Sticks muss man dann eben den perfekten Schlag hinkriegen. Gut, ich bin jetzt ein bisschen aus der Übung, aber ich denke mal... Ja, Profi, ne? Halt der Schule, so... Mal gucken, was mein Gegner jetzt am Start hat. Yeah, ich freue mich da auch immer, wenn ich einen guten Schlag hinbekomme. Ja, insbesondere beim Putten dann. Da wird's interessant. So.
Ja, ist ein bisschen weiter. Ist aber auch nicht schlecht, dann kann ich als nächstes. Ich habe jetzt nach vorne gespult, am Anfang sind wir hingefahren. Ich denke mal, wir machen das so, dass wir direkt zum Punkt kommen, weil ansonsten fährt man hier wirklich Ewigkeiten. So, jetzt bin ich mit dem Dreier Eisen, glaube ich, unterwegs. Oder nee, Dreier Holz ist das. Und wieder 2 plus 2, das ist aber nicht schlimm, das verkürzt einmal nur den Schlag. Wenn es dann nach rechts oder links gehen würde, die Windgeschwindigkeit, müsste ich mir mehr Gedanken machen. Aber das sollte passen hier. So. Gucken wir mal. Ah, sieht gut aus. Immer noch auf dem Fairway. Perfekt. So muss das laufen. Und er hier, der Klappstuhl. Naja. Er ist halt stark, ne? Ist halt ein schwerer Gegner. Da muss man wirklich gucken, dass man auf allen neun Löchern das raushaut. Also, Franklin. Warum nämlich Franklin? Ja, mit Franklin habe ich am meisten gespielt. Ist so sozusagen mein Tiger Woods. Ich nehme jetzt mal das andere. Man kann auch die Schläger ändern. Die Schläger, mit denen man. Die Golfschläger, mit denen man schlägt, die kann man ändern. Einfach mit den Controller-Tasten nach oben. Ich habe jetzt ein anderes Eisen genommen, um den Ball hier ein bisschen wirklich dahin zu bekommen. Und jetzt man kann eigentlich schon direkt drauf zielen, aber bei plus 2 Windgeschwindigkeit lieber ein bisschen weiter vorne als wirklich zu weit. Und ich muss ja wieder rauspatten. Das ist dann schlecht. Also. Das ist ein bisschen weit, scheiße. Oder? Ah, gut. Gott sei Dank habe ich Wind. Boah, das ist richtig gut. Ey! Das ist richtig stark. Es könnte ein Birdie werden, wenn ich es jetzt gut anstelle. Mit dem Putten. Wie sieht es bei ihm aus? Ja, das ist typisch, dass der genauso gut ist, ne? Na jo, der haut ihn gleich rein jetzt. Okay. Birdie. Er hat einen Birdie. Jetzt muss ich auch einen machen. Ansonsten liege ich schon mal hinten. Bisher habe ich immer gegen ihn gewonnen. Also regelmäßig. Einmal, glaube ich, verloren. Okay, Windgeschwindigkeit brauche ich nicht mehr beachten. Jetzt geht es nur noch ums Gelände, wie es aussieht. Aber das kann ich bei so einer kurzen Distanz fast ignorieren. Ja, perfekt. That's what I'm talking about. Okay, sehr gut. Birdie auf dem ersten Loch. Und da haben wir noch 9 Löcher, meine Lieben. Also haltet euch fest. Los geht's. Deswegen, wenn wir noch fahren würden, selber durch die ganze Gegend, wäre es, glaube ich, echt sau nervig. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt habe ich Rückenwind sozusagen. Ist nicht schlecht. Perfekt wieder. Oh, gut. Man hat immer ein bisschen Angst, ne, beim Vorführeffekt, dass man es dann irgendwie verkackt. Aber heute läuft es dann noch, zumindest beim zweiten Loch, noch immer gut für mich. Sehr schön. Okay. Jetzt der Typ wieder hier. Mal gucken, wo der hinhaut. Der kann auch immer weiter. Oh, das sieht aus wie in den Bunker. Nein, hat der ein Schwein. Das ist doch nicht normal. Und dann auch noch so einen langen, so einen starken Schlag. 247 Meter. Alter. Hau ab, ey, du Lappen. Mann, Mann, Mann. So, jetzt habe ich 3 plus 3. Das heißt, ich gehe ein bisschen zurück mit meiner Zielmarkierung, damit der Wind dennoch den bisschen weiter trägt, wenn ich jetzt Vollgas gebe. So, auf geht's. Ja, ihr seht. Ah, es ist schwierig zu putten. Also, ein Birdie wird das, glaube ich, nicht mehr jetzt. Und wenn es ein Birdie werden sollte, müsste er jetzt so wie seiner liegen ungefähr. Oh nee, der ist noch weiter weg gewesen, ja? Was macht denn er jetzt? Nein! Alter, du Arsch! Der hat von da hinten. Ich mache es jetzt genauso. Ich lenke jetzt gar nicht, sondern ich hau einfach drauf. In der Hoffnung, dass es klappt. Yes! Oh, das waren fast 20 Meter! Alter! Was ein Schwein! Na gut, okay, alles klar. Sehr nice. Das war jetzt schon ein bisschen glücklich. Absolut. Also für alle, die schon mal gespielt haben, die werden es wissen. Das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Okay, wieder Gegenwind. Aber ich hau wirklich voll drauf. Oh. Mich ein bisschen vertan eben. So. Ah, schlecht. Das war nicht so gut. Aber okay. Kommt aber gut. Ah, könnte reichen. Ist ein bisschen weit weg. Und da ist noch so ein Hügel. Das wird nicht so einfach. Mal gucken, wo der hinhaut. Der hat halt einen guten Tag erwischt, oder? Oh nee, der haut es jetzt richtig raus, oder? Ja, der muss jetzt reinputten. Naja, ist er auch dran wieder, ne? Pass mal auf, der macht ihn jetzt wieder rein. So wie ich den kenne. Der hat das Ding, die Fahne hat er erwischt! Alter, ist das ein Klappstuhl. Ich glaube, ich muss ein bisschen nach rechts, oder? Ich gehe mal einen Millimeter nach rechts. Oder ich traue mich nicht, nee. So mache ich's.
unnötig, nach rechts zu gehen. Einfach ein bisschen mehr. Ich habe nur ein bisschen mehr Dampf gebraucht. Oh, was? Warum rollt der noch rein? Der war doch daneben, das Arsch. Hat der mit Ralle eben gespielt? Ich werde nicht mehr. Sehr gut. Okay, beide Paar. Wir sind beide noch punktgleich. Normal kann man an dem Loch recht gut im Birdie rausholen, aber ja, ihr seht's. Es klappt nicht immer, wie es soll. Das ist hier ein bisschen tricky. Da benutze ich, hier sieht man ja, das siebene Eisen wollen sie von mir. Das geben sie immer vor. Ich benutze hier immer den Driver. Wo haben wir ihn denn? Fünfer Holz, Dreier Holz, der Driver, da ist er. Man muss halt nur ein bisschen gucken, weil hier würde ich in den Baum reinpfeffern. Und das kleine X zeigt ja an, so könnte ich dann nach rechts spielen. Das würde gut reißen. Und ich habe Gegenwind, das heißt, das passt eigentlich perfekt. Ich hau jetzt voll drauf. Na komm schon, komm schon. Glück, 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 Glück. Ja, 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 ja. Und noch Fairway, oder? Ja, perfekt. Hallo. Bringt mir aber nicht viel bei so einem starken Gegner, weil auch zwei Schläge, ich brauche auch zwei Schläge, um ans Loch ranzukommen. So, der hat jetzt einen Schlag gemacht. So, ist jetzt aber ein bisschen weiter weg. Es müsste Haltungsnoten geben für meinen weiten Schlag, gibt's aber nicht. Pass auf, jetzt geht Dale nämlich her und haut mit dem zweiten Schlag direkt ans Loch, so wie ich den kenne. Ajo, da ist er direkt. Guck. Was ich jetzt, wenn ich Glück hätte, wenn ein bisschen weniger Wind wäre, aber wir haben schon wieder plus 3, nach links, nach rechts, Gegenwind. Das ist ein bisschen ärgerlich, ansonsten könnte man vielleicht versuchen, jetzt hier so ein Igel zu machen, also sprich zwei Schläge, um das Loch direkt zu treffen. Habe ich noch nicht geschafft, wäre natürlich Premiere an der Stelle. Ich mache ein bisschen weiter, so. Komm schon, komm schon, komm schon. Ah, das ist gut, das ist gut, das reicht fast. Also für ein Birdie muss es reichen, aber der macht jetzt auch wieder einen, guckt euch das an. Nein, sehr gut. Der macht nur Paar, okay. Oh, jetzt muss ich, jetzt habe ich natürlich Matchball. Jetzt könnte ich natürlich den Birdie machen. Eigentlich kein Problem, sieht relativ gerade aus. Ich mach's auch so. Komm schon, komm schon. Nein! Oh! Oh, jetzt hab ich's. Natürlich blöd, ne? Natürlich blöd. Wenn man einen so einen Matchball weggibt, naja gut, Paar freut er sich auch noch. Das geht hier bis zum Schluss richtig, richtig hardcore. Gucken wir mal, das nächste Loch. Wieder 3. Plus 3 von links. Plus 3 ist aber nicht so schlimm. Das heißt, man muss nicht so viel Drall da mitgeben. Ich mach's jetzt so, das sollte reichen. Sehr gut, sogar ein bisschen mit Drall habe ich sogar noch ein bisschen gepackt. Ihr seht, ein bisschen viel. Und deswegen bin ich im Row jetzt. Nicht mal auf dem Fairway, das ist schlecht. Das ist schlecht. Bin ich auf dem Fairway. Fairway ist das reine Grüne hier. Aber der auch, oder? Jo. Alles klar. Sehr gut. Bullshit, Bullshit, Bullshit! Wie er sich aufregt. Das Arschloch. Aber der ist auch gut hier. Auf Schwierigkeit schwer ist das echt schon hardcore. Oh, ist der schon wieder so nah dran. Jetzt ist es so blöd. Ihr seht schon, Schläge aus dem Row haben weniger Kraft und sind unpräzise. Ja, das ist klar, weil man hier den Widerstand vom hohen Gras hat, weil hier nicht rasiert ist, wollte ich schon sagen, gemäht ist. Ich hau jetzt aber trotzdem einfach voll raus. Reicht nicht. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Scheiße! Wie viel Pech kann man denn haben, bitte? Ach, Alter, ruhig, Mann. Das geht ja am besten. Am Ende gibt es hier noch einen Boogie und dann habe ich echt ein Problem. Das war jetzt echt doof. Das war jetzt echt doof. Oh! Gott sei Dank, er wird zumindest noch Paar. Was macht er jetzt? Er macht einen rein, oder? So wie ich Nein! Sehr gut! Hey! Jetzt kommt er mir aber entgegen hier. Was macht denn der? Ist der doof? Also das hatte ich auch schwer noch nie, dass der ist so verkackt. Oh, jetzt hat er es aber wirklich voll verkackt. Jetzt kommt er gar nicht mehr raus. Ja, jetzt ist vorbei. Jetzt hat er keinen Bock mehr, oder? Gleich zu Ende. Wenn er noch einmal verkackt, dann ist es vorbei. Ja, er kommt da nicht raus. Sehr gut. Alter. Wie kann man so dumm sein, ne?
Man könnte jetzt meinen, es ist buggy, aber es sind jetzt 9 Schläge, jetzt reicht's, Keule, komm. Du kommst da nicht mehr raus. Ja, so sieht's aus, Alter. So sieht's aus, so schnell kann man es mal richtig schön verkacken. Jetzt muss ich einfach nur hier mein Ding spielen. Hatte ich auf Schwer noch nie. Hatte ich auf Schwer noch nie, dass der so sich da das Schlaglimit in die Hose reinklebt. 9 Schläge für ein paar 4-Loch. Ja, es sah auch jetzt ein bisschen buggy aus. Aber mir soll es ja recht sein. Gibt ja wieder einen Boni für mich. Wie gesagt, es gibt zumindest. Jetzt muss ich aufpassen, das geht wieder weit. Plus 3. Ich gehe mal ein bisschen zurück und lasse mal hier hinschießen. Weil plus 3. Oh. Gut, das reicht zum Putten. Das reicht zum Putten. Ihr habt gesehen, ne? Ich war noch nicht mal gar nicht so volle Schlagweite, sondern weil der Wind noch von hinten kam, hat er noch. Guck mal, wie schlecht der jetzt ist. Jetzt kackt er ja voll ab, jetzt wird er wütend. Normal müsste ich ihm jetzt eins reinhauen, ey. Komm, wir fahren mal. Oh, jetzt bin ich ein bisschen geschillt. Jetzt komm, setz dich rein, Alter. Wir fahren vor. Komm, Alter, was ist los? Ach, dann bleib doch hier, hast du Pech. Kannst du laufen, du Arsch. So. Ist das herrlich. So, auf geht's. Jetzt habe ich ein bisschen das Loch. Okay, sehr gut. Oh, nochmal. Sehr gut. Birdie, minus 3. Also mein Rekord liegt bei minus 5 auf den gesamten Parcours. Ich habe, glaube ich, Chancen, da ranzukommen, also um meinen Rekord zu kommen. Wäre natürlich toll, im Video zu packen. Ja, jetzt kommt er wieder. Paar, aber plus 3, das holt er nie mehr auf. Das kann er gar nicht mehr aufhören. Das sind 3 Löcher, da müsste er jetzt. Das kann er. Ich habe gewonnen, dass er so viel steht fest. Es sei denn, ich mache jetzt einen Fehler. Also aufholen könnte er mich jetzt nicht mehr, auch wenn ich immer Paar spiele. Aber. Ich könnte sie auch selber verkacken, ne? Plus 3 wieder. Komm, wir hauen es mal so. Nochmal. Ah, ist nicht ganz so gut. Das war nicht gut. Oder? Ah, wieder Fairway. Alles andere ist eigentlich egal. Hauptsache, du bist auf dem Fairway, dann kannst du den nächsten Schlag wieder vom sauberen Grund her machen. So, wo haut er jetzt hin? Wahrscheinlich immer ein bisschen weiter, wie ich. Ah jo, klar. Hat immer ein bisschen mehr Kraft. Also da kriegt ihr auf jeden Fall auch viel Kraft für eure Charaktere. Und sportlich, das gilt ja als Sport. Und Golf gilt als Sport, ja. Wer es glaubt, ne? Und auf jeden Fall könnt ihr da, wie gesagt, richtig viel Kraft rausholen für eure Charaktere. Das ist richtig nützlich. So, ich glaube, so könnte es. Ich mach mal so. Passt gut, oder? Ah, wieder. Ich habe den. Ich überschätze plus 3 Wind. Das ist gar nicht so viel, wie ich da gegensteuere. Unnötig. Ich wäre richtig gut ans Loch gekommen. So wie er ungefähr. Scheiße. Und Birdie will das nicht. Oh, dann ist es auch noch so schräg. Ich gehe mal hier oben. Hier, so hau ich mal hin jetzt. Pass mal auf. Der dreht sich rein. Nee. Oh, fast. Oh, da hat nicht viel gefehlt, Mann. Ey, leck mich doch. Aber er verkackt es auch wieder mal. Der spielt mit Drall. Alter, du Arsch. Der hat mit Drall. Der spielt mit Drall, dass er bald zurückkommt. Ist ja herrlich. Das habe ich noch nicht raus. Das muss ich nochmal machen. Nein, jetzt spiele ich einen Boogie. How the fuck that happened? Ah, fick dich. Scheiße. Darf ich ja nicht sagen. Scheiße, der kommt noch ran, wenn ich nie aufpasse jetzt, die letzten 2 Löcher. Das war jetzt schlecht natürlich, ne? War alles gut und dann natürlich, jetzt zum Schluss, der vorletzte Schlag war einfach grottig. Wo haut's denn der jetzt? Der haut auf dem Fairway, ja. 244 Meter. Nicht so einfach. Gibt wieder Gegenwind. Das kann ich auch, so. Ordentlich Gegenwind. Vibriert mein Controller. Ich schaffe bloß 234 Meter. Aber er liegt gut. Der liegt ganz gut da hinten. Wenn er so in der Ecke liegt. Ist echt nicht verkehrt. Aus der Ecke rauszuballern. Ja.
sind mir die Bäume nicht so im Weg, aber wieder plus 4. Ich gehe so ein bisschen schön da in die Ecke rein. Pack ich. Nochmal. Scheiße, scheiße, scheiße. Gedreht, gedreht, gedreht. Oh, Gott sei Dank, kein Bunker. Hier habe ich schon häufig in den Bunker reingepfeffert. Here we go. Naja, schieß mal, Alter. Zeig mal an hier. Yeah! Oh, da kommt doch noch aus dem Bunker raus. Wie macht der das? Wo ist mein Wagen? Ich fahre jetzt vor. Ich will ein bisschen über den Golfplatz heizen. So. Hey, get in! Geht in, ich kann da nicht überfahren, ne? Wäre geil. Nein. Lass ihn laufen. So. Ja, vor allem mit einer Vollbremsung, ne? Mit der Handbremse hinten noch. Damit ja der Rasen schön im Arsch ist hier vor Ort. So, okay, plus 4, ich brauche ein anderes Eisen. Das nehme ich, das 9er Eisen. Und plus 4 ist jetzt schon wieder ordentlich Gegenwind. Ich hau's mal hier hin. Guck mal aus. Bisschen zu weit, oder? Nein, gut. Oh, das ist gut, das reicht zum Birdie. Sollte reichen für ein Birdie. Hm. Ah, jetzt muss er putten. Ich hab's gewusst. Nein, er schafft's nicht. Super. Wieder nur ein paar. Tja. Tja, Keule. Jetzt muss ich ja was besser machen, ne? Einfach geradeaus, was meint ihr? Ein bisschen rechts, ne? Komm schon. Reicht nicht. Oh! Ein bisschen zu vorsichtig gepattet eben. Alles klar. Auf geht's. So. Wieder mit dem Driver. Schön weit. Was sieht's denn aus? Oh, plus 5. Also langsam kommt hier Wind ins Spiel. Das ist einfach das einfachste Loch von allen. Aber plus 5 und dann so schräg. Also. Und jetzt kommt noch Regen. Na, oh, ich hab mich ein bisschen zu weit, oder? Nee, Fairway, super. Ja, klasse. Das gilt noch als Fairway. Auch das kleine dunkelgrüne. Das gilt noch als gemähter Rasen. Also lässt sich da noch ganz gut schlagen. Aber der macht's natürlich wieder perfekt. Aber der hat sich einfach an dem einen Loch komplett kaputt geballert. Das war sein Problem. Ansonsten wäre das wesentlich offener gewesen, hier die Geschichte. So, plus 5, das heißt, ich darf nicht so weit ballern. Was habe ich denn da für ein Eisen? Ich nehme das hier, oder? Ja, das ist perfekt, weil dann kann ich voll draufholzen und der Wind trägt dann den Ball mit Regen zum Loch. Hoffe ich mal. Nochmal. Reicht nicht. Scheiße. Scheiße! Fuck! Verkackt. Weil da kann man nochmal einen guten Birdie rausholen. Ist eigentlich nicht schwer. Das letzte Loch. Oh. Das war jetzt stark. Oh, jetzt regnet es so schön. Da fahren wir noch ein bisschen Golf mit dem Golfcap. Wer ist denn das da drüben? Get your ass in here. Oh. Ups. Liebe Leute, wenn du jemanden umfährst, habe ich nicht gewusst, ja, dann geht's vorbei. Ich denke mal, wir machen nicht nochmal alles, nein, keine Sorge. Aber gut zu wissen, wenn man jemanden während des Spiels umfährt, ist es vorbei. Hätte ich nicht gedacht. Okay, liebe Leute, das war unser Golfkurs für Anfänger. Ich hätte das Spiel, glaube ich, ich hätte es gewonnen. Wenn ihr mal wieder Golf mit mir sehen wollt, sagt Bescheid, ansonsten wünsche ich euch natürlich viel Spaß. Ein bisschen ärgerlich, ne? Ich dachte, man kann einfach jemanden umfahren und kann trotzdem weitermachen. Aber jetzt nochmal komplett den ganzen Kurs machen, ist ein bisschen viel. Deswegen sage ich, ciao, ciao, macht's gut, bis zum nächsten Mal.